Jetzt bei der nächsten Vorstellung möchte ich gerne gleich zwei Objekte der Begierde vorstellen, die eines gemein haben: eine fantastische Künstlerin. Und es geht um Kat Menschik. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass so ziemlich jeder hier im Raum schon mal eine Illustration von Kat Menschik gesehen hat, zum Beispiel in der FAZ oder in der Frankfurter Sonntagszeitung oder in einem ihrer Bücher. Der ein oder andere hat es vielleicht auch schon hinten auf unserem Büchertisch gesehen. Da habe ich einiges noch mehr mitgebracht als die beiden Sachen, die ich jetzt vorstellen werde. Also sie hat auch schon viele Preise bekommen für ihre Illustrationen. Und mir besonders wichtig ist, dass sie die Illustratorin ist von Haruki Murakami. Und da bin ich ja sehr kritisch und sehr genau. Und sie macht das perfekt. Also von daher, ich schätze sie deswegen und wegen eigentlich aller ihrer Illustrationen sehr. Und seit 2016 hat sie tatsächlich das Privileg, bei Galliani eine eigene Reihe gestalten zu können. Das muss man sich mal vorstellen, als Illustratorin gesagt zu bekommen: Hier, du sagst, welche Texte du gerne illustrieren möchtest, und wir machen das mit dir. Also, das ist schon etwas sehr, sehr Besonderes. Und deswegen habe ich jetzt mitgebracht Die Puppe im Grase, norwegische Märchen. Und das ist geschrieben von Peter Christen Asbjørnsen und Jorgen Møe. Mein Norwegisch ist leider wahnsinnig schlecht. Es war vermutlich völlig falsch ausgesprochen, aber Sie verzeihen mir das. Illustriert, wie gesagt, von Kat Menschik, erschienen bei Galliani. Und ja, sie hat eine große Schwäche für nordische Märchen, hat dann dieses Jahr gesagt: Okay, Norwegen war Gastland der Frankfurter Buchmesse. Alles da, wo man es hingelegt hat. Man glaubt es kaum. Genau. Vielleicht haben Sie dieses wunderschöne Plakat gesehen, das sie gestaltet hat für das diesjährige Gastland der Buchmesse. Also wirklich sehr, sehr schön. Und ja, was kann ich über dieses Buch erzählen? Also ich bin ein großer Märchenfan und das ist einfach ein kleines Schmuckstück. Sie sehen es schon, das hat hier einen Farbschnitt. Hier tauchen immer wieder kleine rote Akzente auf. Das taucht dann hier wieder auf. Also wirklich jedes kleine Detail stimmt. Die Buchstaben sind erhaben. Das ist so ein richtiges Kleinod. Ich sage Ihnen, deswegen finden wir Buchhändlerinnen und Buchhändler unseren Job so geil, weil wir solche Bücher verkaufen wollen. Das ist einer der Gründe, weshalb wir das machen, damit wir solche tollen Sachen verkaufen können, weil das so ein Spaß macht, wenn man so bibliophil ist. Und ja, man hat das einfach gerne in der Hand und die Märchen gewinnen noch mal mehr an Kraft und Tiefe, weil diese Illustrationen und der Text die perfekte Kombination sind. Die norwegischen Märchen sind so ein bisschen rauer. Ich habe mir sagen lassen, dass diese beiden, also Asbjørnsen und Moe, sozusagen das norwegische Pendant sind zu den Brüdern Grimm. Passt ja sehr gut zu uns als Brüder Grimm Stadt Hanau. Und ja, wer jetzt sagt: Mensch, das ist aber schön, das ist ja sehr klein, aber der ein oder andere mag ja vielleicht auch lieber was Großes. Ach, ich habe für alle was dabei, kein Problem. Dieses Kleinod. Und zwar hat der Dumont Verlag in Zusammenarbeit mit Galliani dann hier dieses Schmuckstück rausgebracht. Kat Menschik illustriert Weltliteratur. Genau. Und genau. Ich habe das in der Vorschau gesehen und ich war schockverliebt. Ich habe gesagt, das müssen wir haben. Und wir haben es auch wirklich geschafft, obwohl dieser Kalender gerade sich im Nachdruck befindet. Wir haben einige Exemplare hier. Wir haben uns die schon gesichert für Sie. Wir haben alles dafür getan. Ansonsten im Dezember gibt es ihn wieder. Genau. Ja, ihr steht da sehr, sehr schön. Genau. Ihr könnt ja einfach mal, genau, ihr könnt ja mal ein bisschen blättern. Ich erzähle ein bisschen was so dazu. Also ich sage wirklich, das ist natürlich was für Kunstliebhaberinnen und Liebhaber. Das ist was für Literaturliebhaberinnen und Liebhaber. Und ich meine, stellen Sie sich mal vor, wie dieser Kalender Ihr Wohnzimmer aufwerten würde. Also fantastisch. Vielleicht haben Sie auch irgend so einen blöden Fleck, den Sie schon immer mal verdecken wollten. Man weiß es ja nicht. Also ich meine, und Kalender kann man ja eigentlich immer mal brauchen. Und also man kann sogar maximal 12 Flecken damit bedienen. Das ist ja mein persönlicher Liebling ist ja der Juni. Habe ich auch Geburtstag, so ein Zufall.
Also ein wunderschöner Kalender, den Sie sich auch nachher noch mal ein bisschen näher angucken können. Wir machen jetzt, glaube ich, nicht alle 12, oder schafft ihr das? Bisschen schneller? Nein, schafft ihr nicht. Gut, genau, dann werden die Arme lahm. Ja, und wenn Sie jetzt natürlich neugierig geworden sind auf die Bücher und auf die Künstlerin, dann können Sie zum einen nachher an unserem Büchertisch gucken. Aber da trifft es sich besonders gut, dass wir noch etwas ganz Besonderes für Sie haben. Und dafür leite ich jetzt weiter an den Dieter. Achso, ja. Ja, genau. Ich kann auch ein bisschen bei dir bleiben. Das ist nämlich das Kudu. Das Kudu, also woher der Name kommt, ist eigentlich egal. Aber es ist ein Kundenmagazin. Das heißt nicht Kunde Du oder so. Also Kudu. Es gibt ein Tier, das so heißt. Aber das wird hier drin erläutert. Also viele Buchhandlungen haben ja so eine Kundenzeitschrift und da gibt es alle möglichen, die man so bestellen kann. Und ich sag mal, die meisten bemühen sich eigentlich, auf eine besonders große Masse zu treffen und deren Geschmack abzubilden. Und uns hat eigentlich immer sowas gefehlt, was eher unseren Wellenschlag sozusagen wiedergibt. Und man kann ja sowas nicht so ganz leicht selber erstellen, muss man ja sagen. Es gibt aber tatsächlich eine Buchhandlung, die, glaube ich, ganz ähnlich tickt wie wir, wo unglaublich engagierte Menschen arbeiten und die auch noch einen Grafiker an der Hand haben und die haben dieses Kundenmagazin erstellt. Da ist ein bisschen was auch von uns drin, nämlich da vorne. Da steht auch was über unser Jubiläum nächstes Jahr. Und dieses wunderschöne Heft, da sind also Buchtipps, die eben so ein bisschen abseits vom Mainstream liegen. Auch nicht nur neue Bücher, sondern es gibt auch ein paar Blicke auf ältere Bücher. Und es gibt auch so ein bisschen Hintergrundberichte, unter anderem eben ein Werkstattbericht mit Kat Menschik, also Gespräch mit Kat Menschik, die hier erzählt, wie sie Bücher illustriert, was sie sich dabei denkt und so weiter. Also interessante Hintergrundartikel, interessante Lesetipps und das hat eine große Deckung mit dem Programm, was wir im Buchladen auch da haben. Und das haben wir jetzt so 2 bis 3 Mal im Jahr kostenlos natürlich zum Mitnehmen für Sie. Und zufällig haben wir auch ein paar Exemplare heute Abend mitgebracht. Wenn Sie das möchten, gibt es die natürlich hinten am Büchertisch. Ja, genau.